Laser. So. Danke. Dankeschön. 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 So, Sendezeit im Grunde schon so gut wie rum. Herzlich willkommen zu Nur mit Respekt, so heißt das Programm heute. Wir sind im Jüdischen Museum hier in Berlin anlässlich der Themenwoche Toleranz. Es geht heute um Respekt, um Toleranz. Und die Frage ist natürlich, muss man überhaupt tolerant sein? Und muss man auch tolerant sein gegenüber den Intoleranten? Die philosophische Grundfrage lautet heute Abend, muss man jedes Arschloch respektieren? Ja. Jeder Mensch hat ein Recht auf Respekt. Und das fordern die Menschen heute auch sehr offensiv ein. Jeder Depp fordert heute, hey, Alter, Respekte. Teilweise komische Typen, die da Respekt einfordern. Nicht so, hey, du fick deine Mutter, Respekte. Ich glaube das oft auch gar nicht. Also das, was wird mein Vater dazu sagen? Ich weiß auch gar nicht, ob Respekt da das richtige Wort ist. Nicht? Besorgnis, ja, aber Respekt, ja, natürlich sollte man jeden Menschen respektieren, auch wenn er ein hirnloser Dummdödel ist. Nicht? Dann muss man ihm sagen, du bist ein hirnloser Dummdödel, aber ich respektiere dich dafür. Nicht? Ne, aber über diesen Satz habe ich lange nachgedacht. Ey. Ich fick deine Mutter, ey. Ne, meine Mutter ist über 80, muss ich dazu sagen. Ich glaube nicht, dass die das möchte. Also das... Ne, Respekt, ey. Ne, Respekt. Das hört sich immer so ein bisschen an wie so ein ausländischer Akzent. Ist aber gar keiner. Die sprechen heute alle so. Ne, ich geh Schule. Ne, muss pünktlich sein. Ey. Bist der Klassenlehrer. Ne, so reden die heute. Ne. Dabei lernen die Kinder ja heute gar nicht mehr so richtig Respekt. Wir haben bei uns in der Ecke einen Kindergarten. Und da habe ich mal den Nikolaus gemacht. Und da bin ich schön rein, so verkleidet natürlich, klar, roter Mantel, weißer, langer Bart. Und so. Und für uns war der Mann ja noch eine Respektsperson früher. Wir hatten Angst vor dem. Für uns galt, wenn der fragt, wart ihr auch lieb? Nicht? Alle so, oh, Aussage verweigern und so. Das halten die heute gar nicht mehr für nötig. Nicht? Die brüllen da rum, Nikolaus, der Bart sieht kacke aus. Ja, wenn sie dann die Eltern fragen, wo die Kinder diese Respektlosigkeit herhaben, da sagen die, ja, das weiß ich auch nicht, ja, du Arschloch. Ja. Und trotzdem muss man auch denen gegenüber tolerant sein. Die können ja nicht dafür, denn alles, was wir sind und was wir tun und wie wir so drauf sind, so, das basiert einerseits auf unserem genetischen Erbe und andererseits auf Erziehung. Also so oder so, wir können nicht dafür. Insofern muss man sagen, wir sind alle unschuldig und deswegen sollten wir jeden respektieren. Wirklich, wirklich jeden. Nicht? Auch ihn hier sollten wir respektieren. Nicht? Oder ihn. Nicht? Oder egal jetzt. Ja. Ihn da auch. Nicht? Da. Jeder Mensch hat ein Recht darauf, geachtet zu werden. Wenn nicht sogar, hat ein Recht auf Liebe. Der Mensch hat ein Recht auf Nächstenliebe, auf Menschenliebe. Ich meine, schauen sich die Menschen mal ganz bewusst an der Bushaltestelle zum Beispiel. Das mache ich manchmal, da gucke ich mir die Menschen ganz bewusst an und dann denke ich oft, ja, Liebe ist es nicht, was man da empfindet. Nicht? Das ist, aber Respekt, Respekt sollte schon sein, oder? Na gut, Respekt ist vielleicht auch zu viel verlangt, aber Ekel ist jetzt auch kein schönes Wort. Ja, es sind natürlich manchmal so Kleinigkeiten, die einen am Menschen wahnsinnig stören. Zum Beispiel, wenn die so, kennen Sie das, wenn die so sprechen und die haben so einen Faden zwischen Unter- und Oberlippe, so einen Faden. Die reden so, man hört auch gar nicht mehr, was der sagt, weil man guckt immer nur auf diesen Faden. Wie der so, und man denkt immer so, gleich reißt der reißt gleich, der reißt gleich. Aber der reißt nie. Das ist ganz schlimm für mich auch Gerüche. Im Kino, wenn neben mir einer sitzt und der muffelt so. Oder? Muss man da tolerant sein? Ich meine, ja, natürlich. Der kann ja nicht dafür, dass er stinkt. Ne? Das ist ja gar nicht er selbst. Das sind Bakterien, die dessen getrockneten Schweiß fressen und dann absterben. Ja, das verstehe ich. Das würde ich da auch nicht überleben. Ja, das ist doch klar. Ne? So ein bisschen Schweißgeruch, ne? Ist menschlich. Ja, natürlich. Früher in der Natur, da stank der Mensch wie ein Eber. Ne? Aber dann ging er auch nicht ins Kino. Ne? Das...
Das ist ja nicht leicht, tolerant zu sein. Nicht? Aber da muss man sich sagen, der hat halt andere Vorstellungen von Körperhygiene. Nicht? Das sollte man respektieren. Jedes Verhalten hat seine Gründe. Nicht? Deswegen sagen Psychologen ja immer, man muss nach der Ursache eines Verhaltens suchen. Dann versteht man den Menschen auch. Nicht? Ein Psychologe fragt, hat der Mörder vielleicht gar nicht aus Niedertracht gemordet, sondern einfach aus Spaß. Ja. Oder weil er mal ausprobieren wollte, was er täglich im Fernsehen sieht. Ne? Oder er ist Katholik und sagt sich, macht ja nichts, kann ich ja beichten. Ja, das ist ja gerade. Da klatschen die Katholiken, weil sie sich so freuen darüber. Ne? Ne, das ist ja das Entspannte am katholischen Christentum, dass man im Grunde alles darf, man muss nur nachher Bescheid sagen. Großartig, ja. Das ist gelebte Toleranz. Da ist der Buddhist viel schlimmer dran. Ne, der gilt als so entspannt und so, aber als Buddhist kriegst du alles im nächsten Leben zurück. Dass du einmal im Leben einen schwachen Moment gehabt, nicht deine Frau mit der Axt, wuff, nicht da, kommst du als Spreewaldgurke wieder. Nicht? Das ist intolerant, da wird nichts verziehen, nicht? Aber andererseits klar. Die Buddhisten sind natürlich auch, die haben diese gewisse Demut der Schöpfung gegenüber. Ne? Die wissen, alles ist Werden und Vergehen. Ne? Das ist gut auch. Ne? Das sagt uns, sei nicht eingebildet. Du bist nur ein Staubkorn im Universum. Ne? Wenn man sich was einbildet auf sein schäbiges Leben, ne? Wenn man sich was für was Besonderes hält, ne? Das ist ja auch oft ein Zeichen von Blödheit. Ne? Wir kennen das von den Nazis. Ne? Wenn die hier stehen, so, wir sind die Herrenrasse. Ne? Da stilisieren sich auch noch zu Rettern des Abendlandes jetzt, wenn sie da ihre Demos veranstalten. Hooligans gegen Salafisten. Ne? Als wenn es da um irgendetwas anderes ginge als um Krawall. Ne? Hooligans gegen Salafisten. Früher hieß das Pest gegen Cholera. Ne? Aber ne, kosmisch gesehen ist es auch. Ja, komm. Ja, komm. Aber buddhistisch, kosmisch gesehen, ist es im Grunde auch wurscht. Ne? Irgendwann wird sich auch die Erde aufblähen, nicht? Wenn man es physikalisch sieht. Irgendwann wird sich die Sonne aufblähen und unsere Erde verschlucken. Und die bekloppten Nazis auch. Dann stehen die da, warum ist hier so eine Hetze? Wenn die dann sagen, ich befehle deutsche Temperaturen. Verdampft der Trottel. Ne? Nicht, die Natur ist kompromisslos. Ne? Aber tolerant. Alles entsteht, alles vergeht. Ne? Toleranz ist ja auch immer ein bisschen emotionslos und wertfrei. Ne? Dass man sagt, jo, egal. Ne? Aber dass einem alles egal ist, dass man alles toleriert, das ist ja auch nicht erstrebenswert. Ne? Würde es auch gar nicht hinkriegen. Ich reg mich viel zu leicht auf. Ne? Rassismus, Krieg, Schamhaare in der Duschtasse. Ne? Ich reg mich oft so auf. Nicht? Und so ist der Mensch. Er ist emotional und da wird er intolerant. Nicht? Vor allem, wenn er anonym ist im Internet. Nicht? Da benimmt man sich wie die Sau. Nicht? Da sitzen die Trottel und spucken ihre ganze Aggression in die Tastatur rein. Ey, du bist krass scheiße und so. Es gilt im Internet noch als höfliche Begrüßung. Ja? Richtig unhöflich wird es erst, wenn sie anfangen, deine Mutter zu beleidigen. Nicht? Dann ist klar. Nicht? Ey, deine Mutter ist so fett. Nicht? Die kannst du als Hüpfburg vermieten und so. Das ist so der Umgangston. Im Internet. Ne? Da wird der Andersmann nicht mehr erschossen oder geköpft, er wird medial hingerichtet. Nicht mit der Machete, sondern per Shitstorm. Ne? Da wird man mit Schlagwörtern beschossen, mit Worthülsen. Da ist man, je nachdem, woher es kommt, ist man dann, weiß ich nicht, neoliberal, islamophob, sexistisch, links, rechts, völlig egal. Es geht nur darum, den anderen als Drecksau zu markieren. Ne? Wie ist auch im Grunde egal. Kommunist, Faschist, am besten alles auf einmal. Konservativ, Drecksau, Verrecke, völlig wurscht. Ne? Hauptsache, der Feind wird mundtot gemacht von der Schwarmintelligenz. Das ist für mich das blödste Wort des Internets. Schwarmintelligenz, als wenn der Shitstorm immer recht hätte. Wie bekloppt ist das denn? Ja, der intelligente Schwarm, ja, die Älteren kennen den noch, den haben sie früher gefragt, wollt ihr den totalen Krieg? Und alle, ja, prima, gute Idee, dass wir da nicht früher drauf gekommen sind. Nee. So ist der Schwarm, nee. So ist der Mensch. Ja, ja der... Der Schwarm kann extrem dämlich sein, ja, und manchmal hat man den Eindruck, er wird immer dämlicher, immer blöder.
Blödheit hat natürlich auch Vorteile, das darf man nicht vergessen. Unsere humanistisch hochgebildete Großelterngeneration hat damals Polen überfallen. Heute wissen die meisten Abiturienten gar nicht mehr, in welche Richtung sie gehen müssen. Es gibt so viele. Es gibt so viele Deppen und das Schöne ist, es sind immer die anderen. Ist das nicht herrlich? Oder ist jemand hier, der sich selbst für bekloppt hält? Da meldet sich ganz selten jemand. Nein, die sind natürlich auch alle schlau, ist ja egal. Nein. Aber wir sollten sowieso, Bekloppte und Schlaue sollten wir respektieren. Beide. Nein. Der Mensch ist ja eh nur ein Zellhaufen. Sehr komplex, aber eben ein Zellhaufen. Und dieser Zellhaufen entsteht aus bloß einer einzigen Zelle. Und ich meine, dafür ist in jedem Fall erstaunlich, was am Ende rauskommt. Das ist eine einzige Zelle und dann fängt das genetische Programm an zu laufen und am Ende steht da ein fertiger Mensch. Das klingt toll, ne? Ist aber nichts Besonderes. Wir haben ja zu über 99% das gleiche Erbgut wie Bonobo-Affen. Das sollten wir nicht vergessen. Über 99%. Da sollten sich unsere Überlegenheitsgefühle in Grenzen halten. Bonobo-Äffchen haben teilweise sogar viel bessere Problemlösungsstrategien als der Mensch. Nicht? Bonobos lösen selbst ihre sozialen Konflikte in der Gruppe durch Geschlechtsverkehr. Ne? Ja, habe ich auch versucht. Vergiss es. Das haut mich hin. Das ist, ja. Und dass es bei uns Menschen nicht hinhaut, ist wahrscheinlich genau das 1% Unterschied. 99% sind wir gleich mit denen. Aber wir Menschen machen so viel mehr aus unseren Genen, weil wir denken nach, wir sprechen. Wir haben die Sprache, wo das Bonobo-Äffchen sagt, sprechen, nö, habe ich keinen Bock zu. Das ist wie im Gespräch zwischen Mann und Frau. Wenn die Frau sagt, warum sagst du nichts? Und der Mann antwortet, was soll ich denn sagen? Das ist bonobotechnisch schon absolut primatenmäßig, muss man sagen. Affen machen nichts aus ihren Genen. Deswegen haben sie auch weniger Probleme natürlich. Ich habe noch nie gehört, dass sich ein Affe wegen eines 65 Zoll Flachbildschirms überschuldet hätte. So blöd sind die nicht. Ne? Die sind bloß anders. Ne? Die kriegen zum Beispiel auch keinen Alzheimer. Ne? Gut, ein Bonobo-Äffchen kann natürlich auch gar nicht so viel vergessen, weil er nicht viel im Kopf hat. Ne? Der denkt ja immer nur an Sex. Und da ist für den Rest kein Platz mehr im Hirn. Ne? Das ist im Grunde wie bei uns in der Pubertät. Ne? Ich sage ja, 99%ige Übereinstimmung. Wir können vielleicht besser denken, aber die können besser klettern. Und sie können sich mit dem Schwanz festhalten. Versuchen Sie das nicht zu Hause. Bitte. Das ist gefährlich. Aber die Frage ist doch, was lernen wir aus dieser 99%igen Übereinstimmung? Wir sollten uns nicht so wichtig nehmen. Wir sind alle Primaten. Und noch schlimmer, wir haben auch über 90% genetische Übereinstimmung mit dem Schwein. Das ist kein Scherz. 90% Schwein steckt in uns, also gerade übrigens auch für Islamisten eine interessante Erkenntnis. Über 90% genetische Übereinstimmung mit dem Schwein. Ich denke, dass jedes Mal, wenn ich eine Metzgerei betrete, denke ich, dass das ein reiner evolutionärer Glücksfall ist, dass ich auf der Seite der Theke stehe. Ja, 90%. 90% Übereinstimmung mit dem Schwein. Nicht? Da sieht man auch den Lebenspartner gleich ganz anders. Ne? Denkt man doch gleich, ja, dafür geht's ja noch. Das. Und es ist gerade in der Partnerschaft so wichtig, dass man sich respektiert. Dass man sich sagt, es hätte noch schlimmer kommen können. Ne? Dass man das Positive sieht beim Partner. Nicht? Man wird gemeinsam älter. Das geht so schnell. Ja? Das Leben ist so kurz. Und wenn man sich den Partner dann plötzlich nach 30 Jahren mal wieder anschaut, nicht, warum auch immer, nicht, ja, da denkt man auf, ne, oi, so spät schon. Ne? Machen Sie es mal, schauen Sie sich mal an, wofür Sie sich damals entschieden haben. Nicht? Und bei manchen war es eine freiwillige Entscheidung, das ist ja für Außenstehende oft gar nicht nachvollziehbar. Schauen Sie sich das mal an, machen Sie es nicht jetzt, bitte. Ja? Nein, es soll doch ein fröhlicher Abend werden. Deswegen guckt man sich ja in der Regel irgendwann nicht mehr richtig an, um fröhlich zu bleiben. Das ist ein Reflex, der hat sich in der Evolution durchgesetzt, aber manchmal passiert es doch. Man geht ins Klo, da sitzt schon einer, man denkt, Mensch, das sah da bei der Hochzeit noch ganz anders aus.
Ja, das ist so. Aber Veränderungen, Anderssein zu akzeptieren, den anderen zu respektieren, Toleranz zu zeigen, das ist eben die Aufgabe heute. Und das ist nicht leicht. Freiheit muss man auch erstmal aushalten. Ne? Aber da muss man auch mal anerkennen, dass wir heute viel weiter sind als früher. Ne? Früher zum Beispiel, wenn einer schwul war. Ne? Wie furchtbar war das früher? Da musste er so tun, als wäre nichts. Ne? Am besten heiratete man irgendeine Olle, die froh war, wenn es keinen Sex gab. Ne? Das war ein Elend. Ne? Da, Hauptsache, es fiel nicht auf. Ne? Und das ist ja heute noch in den allermeisten Teilen der Welt, ist das noch so. Ne? In Russland. Stellen Sie sich mal in Russland auf dem Roten Platz und sagen Sie, ich bin schwul und das ist gut so. Viel Vergnügen. Ne? Da kommen Sie in den Knast. Nicht? Die sind schwulenfeindlich bis dort hinaus. Ne? Nur der Präsident lässt sich jeden Sommer mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd fotografieren. Ne? Mit erregierten Brustwarzen. Bling! Nicht? Da. Ne? Prinzessin Putin auf dem Pferd. Ne? Heiterter. Nicht? Da. Nicht? Die, ha, geht, ha. Ha, die. Das ist ganz oft so, die größten schwulen Feinde haben oft nur einen ungeliebten Anteil ihres Ichs verdrängt. Ne? Haben Schuldgefühle und projizieren ihre Autoaggressionen auf die anderen Schwulen. Ne? Toleranz ist eben eine kulturelle Leistung, die nicht jeder hinkriegt. Ne? Viele Russen fürchten ja ganz ernst, das ist kein Scherz, dass die westliche Welt sie schwul machen will. Haben Sie dieses Interview gelesen mit so einem russischen Soldaten in der Ukraine, der meinte, wir wollen nicht in dieses schwule Europa, wir wollen nicht, dass unsere Kinder schwul werden. Das ist kein Scherz, wirklich wahr. Ich liebe Russen, schwul wird man nicht auf politischem Befehl. Die Kinder kommen auch in der Europäischen Union nicht hinten bei den Männern raus. Das ist, ja, das ist teilweise so irrational alles. Das ist so. Ja. Ja. Wirklich, die Frage, haben die sie noch alle? Was soll das auch? Ich habe überhaupt diese Schwulenfeindlichkeit auch. Ich habe neulich im Kino, habe ich gehört, wie so ein Pubertierender, der saß da neben mir, die haben ja auch so ein seltsames Verhältnis zum Schwulsein. Wie so ein Pubertierender meinte, ey, mit Frauen schlafen, mit Frauen, ey, das ist doch voll für Schwuchteln. Da wird es dann für mich rätselhaft, muss ich sagen. Da komme ich nicht mehr mit. Ne, aber ich frage auch so Begriffe wie diese abfällige, so Schwuchtel, ey, was ist das für ein Begriff? Ja, was soll das? Ja? Zumal übrigens Wissenschaftler der Columbia-Universität, das ist ein schönes Faktum, das ist wirklich wahr, die haben rausgefunden, Menschen mit Vorurteilen gegen Schwule sterben 2,5 Jahre früher. Das ist kein Scherz. Toleranz lässt die Lebenserwartung steigen. Ne? Wahrscheinlich, weil die nicht so verbissen sind, die Toleranten. Ne? Während die Schwulenfeinde so das ganze Leben so... wahrscheinlich auch sonst so ein bisschen. Nein, Russen sterben 10 Jahre früher als Deutsche. Nein. Gut, da kommt der Wodka noch dazu, das ist klar. Nein. Nein, aber diese. Da muss man nicht klatschen, wenn einer stirbt. Also das ist immer wirklich. Nein, diese Feindlichkeit Leuten gegenüber, die anders sind. Ich meine, klar, das dient natürlich der Selbsterhöhung, ist klar. Ich bin gut, die anderen sind also scheiße. Ein guter Freund von mir ist Psychotherapeut, der kann Ihnen das mal erklären. Der wird Ihnen das bestätigen. Intoleranz entsteht aus mangelndem Selbstbewusstsein. Mit Freiheit und Gleichberechtigung kommt eben nicht jeder klar. In der islamischen Welt zum Beispiel, von Pakistan bis Sudan, wenn die was hören von Gleichheit der Frau und sexuelle Aufgeklärtheit, oh Gott, da haben die den Angstschweiß auf der Stirne. Ne, spielt natürlich auch der Koran eine Rolle, klar, denn da steht ja drin, ne, die Männer stehen über den Frauen, steht da. Ne, und weiter, wenn sich die Frauen auflehnen, dann ermahnt sie und schlagt sie. Ne, da werden männliche Ängste sichtbar. Ne, die haben so dieses Macho-Männlichkeits-Ehre-Ding, so haben die so, also starke Frauen, nicht außerhalb, deswegen auch diese, ich meine, was ist das für Motiv, diese 72 Jungfrauen für Märtyrer, ganz ehrlich, ich meine, warum Jungfrauen? Hallo? Da fehlt tief im Inneren das Selbstbewusstsein. Wenn ich meiner Sache sicher bin, sagen wir mal zum Beispiel als Schachspieler, metaphorisch gesehen jetzt, da spiele ich doch nicht freiwillig mit Anfängern. Ja.
dass meine Frau noch nie einen anderen Kerl gehabt haben darf. Das ist doch Angst, das ist blanke Angst, dass sie was Besseres erlebt haben könnte. Die sich dann kulturell verankert, diese kollektive Angst. Und in den Heiligen Schriften offenbart, dann in diesen mittelalterlichen Gesellschaften, Afghanistan zum Beispiel, der Islamische Staat, da im Irak. Ich weiß gar nicht, ob ich da so offen drüber sprechen darf, weil man ja auch schnell als Islamophob gilt bei uns. Also, dass man krankhafte Angst hätte vor dem Islam. Das ist auch irgendwie, weil Phobien sind ja krankhafte Ängste. Aber ich finde diese Angst vor diesen radikalen Islamisten da im Nahen Osten, ich finde die gar nicht krankhaft. Wenn die da so mit abgeschnittenen Köpfen posen, also wenn man da Angst hat, ich finde es normal. Die drohen uns doch auch. Ich meine, ja. Also, da traut man sich gar nicht mehr was zu sagen. Gerade auch so als Kabarettist muss man aufpassen. Die sind mir Witze, da Karikaturen und so, da ist ganz schnell Aufstand bei denen. Deswegen hat mich schon vor Jahren meine Großmutter gebeten, sprich nicht über Islamisten. Das ist gefährlich. Sie meinte, sie hätte das in der Nazizeit gelernt. Wenn man nichts sagt, kriegt man auch keinen Ärger. Wobei man sagen muss, das ist natürlich auch, das galt in der Nazizeit auch nur, wenn man kein Jude war und nicht schwul. Dann half das vielleicht nicht. Aber Jude und schwul sollte man unter Islamisten, glaube ich, auch nicht sein, oder? Also insofern passt es wieder. Und bitte, da muss ich wirklich nochmal deutlich darauf hinweisen, ich rede hier nicht von den Muslimen, vor allen Dingen nicht von den Muslimen von bei uns hier, nicht von den ganz vielen, die hier ganz normal mit uns zusammenleben, ja, sondern von diesen religiösen Fanatikern. Ja, und mit denen ist es schwierig. Wenn wir mit denen dauerhaften Frieden wollen, wenn wir wollen, dass die uns respektieren, dann werden wir ums Konvertieren nicht herumkommen. Weil die nehmen den Koran wörtlich. Und da steht ja, im Koran steht ja, nehmt euch nicht eure Väter und eure Brüder zu Freunden, wenn sie den Unglauben dem Glauben vorziehen. Die wenden sich im Heiligen Krieg und da berufen sie sich dann eben auf Sure 9, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Weil ja auch ständig immer behauptet wird, das hat mit dem Islam gar nichts zu tun. Doch, schon, es steht ja drin. Nur natürlich haben die allermeisten Muslime natürlich längst erkannt, dass das mittelalterlich ist, dass man das historisch sehen muss. Nur die Radikalen eben nicht. Die meisten Muslime hier bei uns, die sind sowas von satt, mit diesen radikalen Salafisten und Dschihadisten in einen Topf geworfen zu werden. Deshalb ist das so wichtig, dass wir uns hier nicht einen Gegensatz von Muslimen und Christen einreden lassen, wie es diese Radikalen gerne hätten, sondern es gibt einen Gegensatz zwischen Normalen und Fanatikern, zwischen Modernen und Mittelalterlichen. Und diesen Fanatismus, gut, muss man auch sagen, den hat der Westen natürlich auch ordentlich angestachelt damals. Nach dem 11. September ist da viel kaputt gemacht worden mit westlicher Arroganz, weil die Amerikaner ja damals sagten, wir müssen den Nahen Osten in den Griff kriegen, mit so dieser Großmachtattitüde, das ordnen wir jetzt mal alles neu hier, dieses Arabien oder wie das heißt. Kann mal einer nachgucken, wo das ist. Da wurde entschieden, wir gehen in den Irak, der mit dem 11. September ja nun wirklich nichts zu tun hatte. Aber egal, die Amis sagten, denen bringen wir jetzt die Demokratie bei, indem wir ihnen Bomben auf den Kopf werfen. Ich weiß noch, dass wir Deutsche damals aufgeschrien haben, gesagt haben, nein, das geht nicht, obwohl wir nachweislich das einzige Volk sind, bei dem das jemals geklappt hat. Aber ja, ist ja so. Aber so. So sind die Amerikaner. Die haben natürlich auch zur Gewalt einfach eine andere Einstellung. Das ist auch historisch bedingt. Hängt auch mit dieser Gründung Amerikas zusammen, diese Gründungsmythen mit den Pilgervätern, wie die nach Amerika kamen und sagten, guckt euch dieses Land an, diese Menschen, die bringen wir um. Da haben wir Deutschen ein anderes Verhältnis zu, wenn wir andere Erfahrungen gemacht haben. Wir Deutsche sagen immer, wenn irgendwo Krieg ist und so, das finde ich auch gut, sind wir immer, so richtig, wir sind auch immer ein bisschen naiv. Wir fragen mal, wer sind die Guten? Das kennen wir aus dem Märchen, da sind wir in der Romantik sozusagen sozialisiert worden. Wenn der eine der Wolf ist, dann denken wir, muss der andere immer Rotkäppchen sein. Syrien war ein gutes Beispiel. Auf der einen Seite Assad, eine ausgewiesene Drecksau. Da haben alle bei uns gedacht, ja, da müssen die anderen hinter den Guten. Und wenn wir dann erkennen,
Die Welt ist viel komplizierter, da sind wir völlig konsterniert. Denn wir plötzlich feststellen, oft kämpfen auch Arschlöcher gegen Arschlöcher. Und dann sind wir völlig enttäuscht von der Welt. Anstatt dass wir uns freuen, wie zivilisiert es bei uns zugeht, laufen wir durch die Welt und sind so enttäuscht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann fragen mich die Journalisten immer, da werde ich ganz oft gefragt, Herr Nuhr, kann man in diesen Zeiten eigentlich witzig sein? Mit diesem Gesichtsausdruck so von... Ich sage immer, ich antworte dann immer, ja sicher kann man das. Sollte man sogar. Denn das ist es doch, was uns von den Dschihadisten unterscheidet. Die sagen, Spaß gibt's, wenn wir tot sind, also im Paradies. Und wir sagen, na, jetzt schon ein bisschen ist auch nicht schlecht. Ja. Und das wollen die nicht, weil die Angst haben vor der Freiheit, nicht vor der Vielfalt, vor der freien Sexualität, nicht? Deswegen eben diese 72 Jungfrauen, die da im Jenseits warten. Das sind so Fantasien, nicht? 72 Jungfrauen, nicht? 72, auch diese Zahl, 72. Das ist, das klingt ja nicht nach ungefährer Schätzung, nicht? Das ist, macht einen schon nervös. Denkt man manchmal auch, wissen die mehr als wir oder so, nicht? Nee, aber 72, es klingt natürlich auch mehr, als es ist. Man ist ja auch ewig da. Ja. Ja. Und ich habe mich dann oft auch gefragt, was kriegen eigentlich die weiblichen Märtyrer im Jenseits? Und ich habe nachgeforscht. So weibliche Märtyrer kriegen im Jenseits ihren eigenen Mann zurück. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Kein Scherz. Ist so. Das ist ja jetzt natürlich sehr subjektiv, aber ich habe das Gefühl, dass die Männer da besser abgeschnitten haben, oder? Nee, nach Gleichberechtigung klingt das nicht wirklich. Ne? Es gibt übrigens auch ein jüdisches Gebet, habe ich gehört, in dem heißt es, gepriesen seist du Herr, der du mich nicht als Frau erschaffen hast. Naja, ist alles schon halt ein bisschen älter, nicht? Da stecken die Ideen von vor 2000 Jahren drin. Es wirkt dann manchmal ein bisschen antiquiert, nicht? Auch die Katholiken. Die haben ja, mein Gott, die haben ja solche Probleme mit der Sexualität. Viele haben große Hoffnung in Papst Franziskus gesetzt, aber so richtig tut sich da ja auch nichts. Oder ist da irgendwas, Konkretes? Nee, oder? Gut, er wird nicht müde, wie er mal so schön sagt, den theologischen Narzissmus in der Kirche anzuprangern, was immer er damit meint, weil Narzissmus ist ja Selbstliebe. Und, was willst du machen im Zölibat? Nicht, bleiben ja wenigstens die Messdiener außen vor. Nicht, ja, der heilige Franziskus, also das Vorbild unseres Papstes, nachdem er sich benannt hat, der heilige Franz von Assisi, der hat ja auch gesagt, alle Geschöpfe sind Kinder des einen Vaters und daher Brüder. Und so entstand ja dann auch in der katholischen Kirche die Idee der Bruderliebe, also der rein männlichen Fortpflanzung. Bin ich nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber ist ja auch egal. Ne? Wir sagen, alle Religionen haben sexuelle Intoleranz im Programm, ne? Weil sie aus Zeiten stammen, in denen man von Psychologie nichts wusste. Und das klingt heute natürlich alles albern, weil wir ja längst in Zeiten der Gleichberechtigung leben oder wir arbeiten wenigstens darauf hin. Ist auch nicht immer einfach. Ne? Bei uns haben wir auch noch Probleme mit Genderneutralität, wie man das ja jetzt nennt. Nicht? Alles muss ja jetzt genderneutral sein. Wir haben ja seit 2013 haben wir ja sogar eine genderneutrale Straßenverkehrsordnung. Haben Sie das mitbekommen? Ne, ist kein Scherz, da gibt es keine Fußgängerinnen und Fußgänger mehr. Das sind jetzt alles zu Fußgehende, denen man die Geschlechtsorgane entnommen hat. Ne? Ja, was in Genderfragen immer die sicherste Lösung ist. Also, ich glaube allerdings, ich habe mir das durchgelesen, machen Sie es auch mal, also das ist noch lange nicht politisch korrekt da, diese Straßenverkehrsordnung, also da gibt es ja Minderheiten, kommen gar nicht vor. Das ist doch Ausländer. Ja, was soll das? Das ist doch respektlos. Nehmen die am Straßenverkehr nicht teil, oder was? Ich habe das deswegen mal versucht, neu zu formulieren. Ja, das wollte ich auch im Bundestag dann einreichen. Paragraph 1 einer korrekten Straßenverkehrsordnung könnte da lauten, jeder Verkehrsteilnehmende, unabhängig von Herkunft, Region, Geschlecht, sowie Geschlechtslose,
sozial Benachteiligte, Sinti, Roma, Juden, Muslime, Kleinwüchsige, Gehbehinderte, Blinde, Taube, Kurzsichtige, Schwerhörige, linksseitig Gelähmte, rechtsseitig Amputierte, politische Flüchtlinge, Drogenabhängige, Schwaben, Schornsteinfeger, Zombies und Verhaltensgestörte haben sich im Straßenwerk er und im Straßenwerk sie so zu verhalten und so weiter. Ja, ja bitte, ich bin noch nicht fertig. Das, nein. Bitte, ich bin noch nicht fertig, ja. Multiple Persönlichkeiten gehen gemeinsam über die Straße, die Schizophrenen zu zweit, am besten Hand in Hand. Und es gilt nicht mehr nur rechts vor links, sondern auch gleichberechtigt links vor rechts. Da fährt keiner mehr voraus. Heute fährt man nämlich gleichberechtigt nebeneinander her. Und wenn doch einer vorausfährt, dann heißt er oder sie ab sofort nicht mehr der oder die Vorausfahrende, sondern der oder die weiter vorn nebenherfahrende. Wobei das auch noch nicht perfekt formuliert ist, weil, sagen wir noch, der oder die weiter vorn nebenher fahren. Das heißt, es ist auch schon wieder eingrenzend auf männlich, weiblich und so. Aber was ist mit denen, die sich da nicht entscheiden können? Es ist wichtig, dass jetzt auch transgendermäßig da endlich mal, nicht, da ist der Fortschritt ja unaufhaltsam. Nicht? Hier in Berlin sowieso, nicht? Das ist klar, Sie wissen das natürlich, aber die Leute da draußen, irgendwo im Land, nicht? Da... Die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass hier schon in Berlin zum Beispiel laut Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg, das ist ein sehr großer Stadtteil von Berlin, muss man da sagen, diese Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg hat beschlossen, neben Männer- und Frauentoiletten weitere Toiletten einzurichten für Sonstige. Also ja, ist ja auch wurscht. Seien wir froh, dass das unsere Probleme sind. Das sind Schwierigkeiten, die nehmen die in Afghanistan gar nicht wahr. Da kommt alles, was nicht Kerl ist, unter eine Plane, Feierabend. Was natürlich auch Vorteile hat. Denn bei aller Toleranz, auch bei uns gibt es Menschen, wo ich denke, da täte man besser einen Sack drüber. Das wäre mal... Ja, bitte, dann schalten Sie mal aus Spaß in die privaten Kanäle rüber. Nicht jetzt. Irgendwann mal. Machen Sie es mal. Da sehen Sie Gestalten, das ist ja Wahnsinn. Schwiegertochter besucht, Frauentausch. Gucken Sie das mal. Wenn das ein Islamist sieht... Da hat man als Verteidiger des Westens ganz schlechte Argumente. Ja. Ganz im Ernst, ganz im Ernst, haben Sie sich das mal angeguckt? Ja, es gibt ja Leute, die sagen, die islamischen Gesellschaften wären noch nicht in der Moderne angekommen. Wenn ich diese Sendung sehe, frage ich mich, ob es nicht von uns voreilig war, die Hexenverbrennung abzuschaffen. Wenn ich das sehe, wenn die sich unterhalten, meist geht es also auch so um kaputte Beziehungen und so. Da wundern sich Männer, warum sie verlassen worden sind, wo ich oft denke, wie haben die überhaupt eine abgekriegt? Das sind teilweise Typen da, ich finde die da so in die Kamera, also, die Alte hat mich verlassen! Keine Ahnung warum, da hätte er mich mal fragen können, Das hätte ich ihm erklären können. Hätte einfach mal die Zähne reingetan. Klar, uns sind die Ideale der französischen Revolution selbstverständlich geworden. Vernunft, Menschenrechte, Freiheit. Aber man fragt sich, ob die Menschenrechte auch diese Zwischenwesen mit einschließen. Ist das die Freiheit, die Rousseau meinte, die Freiheit des Individuums, sich ohne Zähne beleidigt ins Fernsehen zu setzen? Mit solchen Sendungen wachsen junge Menschen heute auf. Die denken, das ist normal. Die lernen das ja gar nicht mehr in einer Beziehung, gegenseitig mal Rücksicht zu nehmen und so weiter. Ich finde das wichtig, dass man auch das ziviliertes Verhalten in der Beziehung, dass man das lernt. Ja, ich habe zum Beispiel gehört, dass man nicht nach dem Geschlechtsakt zum Beispiel, habe ich jetzt, dass man da nicht sofort einschlafen soll. Ja, das überrascht hier einige. Das ist so... Ist ja auch normal, dass der Mann nachher sofort einschläft, weil er ja das entsprechende Hormon produziert. Oxytocin heißt das. Das wird übrigens auch beim Stillen produziert, dieses Hormon. Deswegen schlafen ja Männer wie Babys gleich. Immer sofort hinterher, weg.
Und ich habe dieses Hormon bekämpft und ich habe es besiegt. Und das meine ich mit gegenseitiger, nicht, dass Sie das beurteilen können. Das sage ich Ihnen gleich. Ja. Ja. Ich habe dieses Hormon nach langem Kampf besiegt. Und das meine ich nämlich mit gegenseitiger Rücksichtnahme. Jetzt kann ich nachher fernsehen, weil meine Partnerin schläft. Das finde ich gut. Ne? Toleranz und Respekt sind gerade auch in der Partnerschaft so wichtig, dass man versucht, sich zu verstehen. Ich habe neulich im Restaurant zum Beispiel, das ist ganz interessant gewesen, ich habe ein Gespräch mit angehört, ein junges Paar, und sie fragte ihn, meinst du, wir werden alt miteinander? Und er antwortete, du ja. Schon hatten die einen riesen Ärger, nicht? Aber wollte er wahrscheinlich doch nur sagen, du, ja. Ja, aber so eine kleine Differenz in der Betonung, schon ist da Streit und so, und das ist nicht gut. Ja, wenn man sich über Kleinigkeiten so streitet, ne? Ist doch schlimm. Ich bin, gut, passiert mir manchmal auch selbst. Ne? Oft schon morgens im Badezimmer, wenn man manche Sachen auch gemeinsam nutzt. Ne? Kennst du zum Beispiel diese Haarbürsten, ne? Wo man drauf guckt und denkt, ah, guck mal, ist ja die Frisur schon drin. Ne? Ne? Da fällt es auch mir schwer, tolerant zu bleiben. Ne? Gegenseitiger Respekt ist nicht immer leicht. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund dafür. Wir machen es uns heute zu leicht. Deswegen geht der Respekt überall zurück. Ne, früher hatte man ganz selbstverständlich Respekt zum Beispiel vor dem Alter. Selbst das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Ich kenne Leute, die wollen, dass alten Menschen der Führerschein abgenommen wird. Das geht doch nicht. Die fahren doch mit viel mehr Erfahrung. Teilweise noch aus Zeiten, da gab es noch kaum Autos. Ne? Es gibt alte Menschen, die fahren hervorragend Auto, auch ohne Augen. Und gerade alte Menschen brauchen das Auto doch auch, wenn es zu Fuß nicht mehr geht. Das ist wie bei Betrunkenen. Viele müssen ja fahren, weil sie sich auf den Beinen gar nicht mehr halten können. Das Problem ist, dass viele Autos auf ältere Fahrer nicht eingerichtet sind. Warum gibt es keine Gleitsicht-Windschutzscheibe? Ja. Da ist Mercedes wirklich vorbildlich. Die S-Klasse kommt jetzt mit Airmatic, mit Magic Body Control. Das funktioniert über Road Surface Scanner und Continuous Damping Control. Damit auch die älteren sehbehinderten Autofahrer nicht immer gleich so durchgeruckelt werden, wenn sie mal links oder rechts ein paar kleinere Haustiere überrollen. Das ist schön. Nein, da macht es ganz sanft. Wupp, wupp, Vorderachse, Hinterachse. Ne? Da gleitet man auch über Rottweiler sanft hinweg. Ne? Die ganzen Assistenzsysteme, die heute haben, nicht Distronic Plus, Adaptive Brake, Tension Assist, BAS Plus und so weiter, der Wagen könnte längst schon alleine fahren, es ist nur noch nicht erlaubt. Nicht? Aber wir werden das noch erleben, das sage ich Ihnen. Ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich heute prophezeie, wir werden noch erleben, dass der Wagen selber weiß, wo er hin will. Und dann kommt die Zeit, da müssen Sie gar nicht mehr mitfahren. Der geht Oma alleine besuchen. Ja. Ja, der hat ein GVS dann, ein Grandma Visiting System. So muss es sein. Ne? Wir müssen den Alten und Schwachen helfen. Ne? Es geht doch darum, dass am Ende alle in der Gesellschaft klarkommen und nicht unter dem Druck zerbrechen, der täglich auf uns lastet. Nicht? Heute stehen alle immer so unter Druck. Nicht? Das geht ja schon im Kindesalter los. Nicht? Bei uns an der Ecke ist eine Grundschule. Da gehen sie mal dahin, um 12, da stehen da die Eltern, die holen die Erstklässler ab, nicht? Und dann regen die sich mal auf, nicht? Dass die Kinder nach 3 Wochen immer noch keine Algebra haben, nicht? Und dass die Nachbarklasse schon viel weiter ist. Die machen schon Atomphysik. Ja? Da wird ein Druck gemacht, nicht? Weil Eltern ja auch immer glauben, dass ihr Kind aufgehalten wird auf dem Weg zum Nobelpreisträger. Was auch für Lehrer nicht leicht ist, weil die denen ja nicht die Wahrheit sagen dürfen. Am Elternsprechtag, wenn die da sitzen, die Eltern, fragen, ist er hochbegabt? Haut doch den anderen immer auf die Fresse, der muss doch hochbegabt sein. Können Sie als Lehrer nicht einfach die Wahrheit sagen? Die können Sie nicht sagen, wenn Sie Glück haben, findet ihr verkorkste Halbaffe mit 14 eine Lehrstelle als Gewindemuffe. Das kriegen Sie nicht, das geht nicht. Ja, aber
Ja, sind die alle schlau? Nee. Oder wann haben Sie das letzte Mal einen Elternteil sagen hören, nee, der ist nicht faul, der ist blöd. Ja. Alle Kinder sind schlau heute. Nicht? Und die sind auch immer in Gefahr, die Kinder. Die Kinder sind ja heute auch immer in Gefahr. Nicht? Während früher, da haben die auf 10 Meter hohen Brückengeländern balanciert. Da haben die Eltern gesagt, aus Schaden wird man klug. Ja? Heute, nicht? Überall Gefahr. Nicht? Wenn das Klo in der Schule mehr als 30 Meter vom Klassenraum entfernt ist, da sammelt sich die Elternschaft, die rotten sich zusammen. Oh, nicht? Der Weg zum Klo, der ist so weit. Nicht? Da lauert der Ork. Nicht? Oder Hannibal Lecter. Es gibt Eltern, die sind für die Anschaffung von Kampfdrohnen bei der Bundeswehr, weil sie glauben, da könnte unsere Luftwaffe ihren Geistesheroen den Weg zum Scheißhaus freischießen. Ja, weil die Zeiten so schlecht sind. Weil alles so schlimm ist, ja, und immer was passiert, nicht? So ein Quatsch. Es passiert heute überhaupt nicht mehr als früher. Die Zahl der Straftaten gegen Kinder zum Beispiel ist rückläufig. Überhaupt Gewalt ist total rückläufig. Ja, man denkt das nicht, weil wir von den Medien ständig diesen ganzen Geschichten zugeballert werden, ne, wie schlimm alles ist. Aber die archaischen Gesellschaften waren viel gewalttätiger, viel intoleranter, viel radikaler gegen Fremde. Es gibt ja so Stämme im Amazonasgebiet oder auf Borneo, ne, die noch wie Urgesellschaften leben. Da gibt es noch Kopfjäger. Sowas gibt es bei uns gar nicht mehr. Ne, außer vielleicht dann paar Hauptschulen, was weiß ich ja nicht, da aber am Amazonas, nicht, oder auf Borneo, das ist normal, nicht, da geht man ab und zu ins Nachbardorf, schneiden ein paar Jungs den Kopf ab, nicht, und dann kommt man nach Hause und alle, hey, super, neue Köpfe, top, nicht. Das finden die normal, nicht, weil die glauben, da ist ein Geist in dem Kopf. Da sind wir heute weiter. Ja, wir... Wir wissen, das ist kein Geist, das ist Strom, Hirnstrom. Wenn man den Kopf abmacht, ist der Strom weg. Das weiß der Kopfjäger nicht. Die glauben, der Geist, das wäre so ein kleines Gespenst, das wohnt da drin. Und das Lustige ist, dass die moderne Physik denen im Grunde mehr Recht gibt als uns. Denn ob es Geist gibt, ist ja umstritten, aber wir glauben ja an Materie und die Physiker sagen, Materie, was für Quatsch, das ist ein Fehler unserer Wahrnehmung. Alles, was existiert, besteht aus eindimensionalen schwingenden Strings im elfdimensionalen Quantenschaum. Ja, so ist das. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon aufgefallen ist, aber es ist offensichtlich so. Eindimensionale Strings in einem elfdimensionalen Universum. Das ist der Moment, wo ich manchmal denke, hey, ich persönlich schnalle nichts mehr. Ne? Und das ist vielleicht das, was wir begreifen müssen. Wir schnallen nichts. Wir sind irre. Und wenn wir das erstmal begriffen haben, dann erwarten wir auch nicht mehr so viel von den anderen und werden tolerant. Ja, überall sind irre. Ja, ich meine, gucken Sie sich doch mal um. Bei Ihnen zu Hause oder auch hier im Saal. Machen Sie es mal. Gucken Sie sich mal um. Auch zu Hause. Machen Sie es bitte jetzt mal alle. Einmal nach links gucken und einmal nach rechts. Machen Sie es mal bitte. Da ist doch mindestens ein Irrer dabei. Und wenn Sie Pech haben, sind Sie mit dem verheiratet. So sieht's aus. Ne? Die Welt ist eine Heilanstalt, in der man oft nicht mehr weiß, wer ist eigentlich Arzt und wer ist Patient. Aber wenn die Irren lernen, sich gegenseitig zu respektieren, dann ist schon einiges erreicht. Und apropos Irre, gleich kommt Kurt Krömer. Der wird heute aufgehängt am Bondage-Seil. Da freue ich mich drauf. Und wer es nicht mag, bitteschön. Immer Toleranz bewahren. Dankeschön.